You want to be on page 9. In unserer Übersicht sind wir jetzt auf Seite 9. Now while Jesus and the Pharisees will debate over the authority of the mission in general, there'll be one specialized point of issue that's going to be coming up more than once. Jesus und die Pharisäer hatten grundsätzlich einen schwerwiegenden Konflikt über die Autorität der Mischna. Aber es gab innerhalb dieses Streits einen Punkt, der wurde besonders zum Zankapfel. That's to do with the proper way to observe the Sabbath. Und da ging es um die Frage, wie man tatsächlich den Sabbat halten sollte. While the temple was standing, the temple was the most important thing in Judaism. Solange der Tempel bestand, war der Tempel das Wichtigste schlechthin im Judentum. And the Sabbath was the second most important thing in Pharisaic Judaism. Und man kann sagen, direkt nach dem Tempel rangierte der Sabbat auf dieser Liste der wichtigen Dinge. And therefore, the issue of the proper way to keep the Sabbath became a main issue between the two parties. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Frage, wie man den Sabbat zu halten hatte, zu einem weiteren sehr zentralen Streitpunkt zwischen diesen beiden Seiten kam. And the Sabbath had become personified in Judaism back then and continues to this day, both as a queen and a bride. Der Sabbat war damals wie heute bereits personifiziert worden, sowohl als Königin als auch als Braut. Jehovah's Queen and Israel's Bride. Es ist Jehovas Königin und Israels Braut. If you attend a Jewish Orthodox service on Friday, you will notice a specific ritual that happens the moment the sun sets. Wenn ihr einen orthodoxen Gottesdienst in einer Synagoge beiwohnen könnte, dann würdet ihr in dem Moment, wo freitags die Sonne untergeht, ein besonderes Ritual beiwohnen können. And they open the door and welcome into the service Malkat Shabbat, meaning Queen Sabbat. Dann wird die Tür geöffnet und die Malkat Shabbat wird willkommen geheißen, das heißt die Königin Sabbat. And when the question arose in the school of the Sufrim, why did God make Israel, is they decided Israel was made for the purpose of honoring the Sabbath. Und tatsächlich ging es so weit, dass als in der Schule der Sofrim die Frage aufgeworfen wurde, wozu hat Gott überhaupt Israel geschaffen, die Antwort gegeben wurde, Israel wurde um des Sabbats willen gemacht. And so Israel was made for the Sabbath, not the Sabbath for Israel. Und so entwickelte sich die Überzeugung, Israel wurde für den Sabbat gemacht und nicht der Sabbat für Israel. And to the one commandment God gave to Moses, remember the Sabbath, as we said earlier, they issued over 1,500 new Sabbath regulations. Wie wir zuvor schon erklärt hatten, allein zu diesem einen mosaischen Gebot, du sollst den Sabbat heiligen, hat man über 1,500 weitere Gebote aufgestellt. And to this day, they have to make modern-day adjustments on the proper way to observe the Sabbath. Und bis zum heutigen Tag müssen orthodoxe Juden Anpassungen vornehmen, um in dieser modernen Zeit immer noch den Sabbat zu halten nach ihren Vorstellungen. Suppose you live in a high-rise apartment complex. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr lebt in einem Hochhaus. And you cannot go in the elevator and push the button because that ignites the light and you cannot do that on the Sabbath day. Du kannst dann nicht in so einem Hochhaus in den Aufzug steigen und dann irgendwo einen Knopf drücken, weil dann geht irgendwo ein Licht an und das ist Arbeit und das widerspricht oder bricht den Sabbat. So on the Sabbath day for Orthodox Jews, there was one elevator called the Shabbat elevator. Und deswegen gibt es auf dem Sabbat für die orthodoxen Juden einen besonderen Aufzug und das ist der Sabbat-Aufzug, der Shabbat-Aufzug. And it's pre-programmed to stop at every floor going up and every floor going down. Oh no. Und der ist so programmiert, dass er beim Hochfahren bei jedem Geschoss stehen bleibt und beim Runterfahren genauso. A lot of Israeli hotels today have these little credit card type things that you push into the door to open it. In vielen Hotels in Israel, wie auch auf der restlichen Welt, findet ihr die Schlüssel fürs Hotelzimmer, dass das mittlerweile so kleine wie Kreditkartenähnliche Karten sind. But because it also kindles a light, Orthodox Jews cannot use that kind of a key. Aber vielleicht habt ihr schon mal beobachtet, wenn ihr die Karte dort in dieses Schloss steckt, dann geht ja auch ein Lichtchen an und deswegen können orthodoxe Juden am Sabbat nicht ihre Tür öffnen im Hotel. And so they, from sundown Friday till sundown Saturday, they're given a regular key to open the door. Und deswegen wird solchen
Gästen von Freitagabend bis Samstagabend ein ganz normaler Schlüssel ausgehändigt, damit sie die Tür öffnen können. This kind of thing began already from before the time of Jesus' coming. Wir wissen, dass diese Gepflogenheiten oder diese Extragesetze schon aufgestellt wurden vor der Zeit des Messias, vor dem Herrn Jesus Christus. So looking at Luke chapter 6, let's read verse 1. Wenn wir uns also Lukas 6 jetzt zuwenden und lass uns dazu aus Lukas 6 den Vers 1 lesen. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. And the Pharisees come attacking because they just broke four of these 1500 rules of the Sabbath by the Pharisees. Und allein aufgrund dieses ersten Verses attackieren die Pharisäer den Herrn Jesus, weil durch diese Beschreibung haben die Jünger bereits vier dieser extra Gebote übertreten und den Sabbat gebrochen. First of all, when they took the wheat off the stalk, they were guilty of reaping on the Sabbath day. Zunächst einmal, wenn sie den Weizen von der Ähre genommen haben, dann haben sie sich des Erntens auf dem Sabbat schuldig gemacht. Secondly, when they wrapped the wheat in their hands to separate the wheat from the chaff, they were guilty of threshing the wheat on the Sabbath day. Zweitens, dann haben sie ja die Körner in ihren Händen zerrieben, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Dann haben sie sich des Dreschens auf dem Sabbat schuldig gemacht. Thirdly, when they would have blown into their hands to blow the chaff away, they were guilty of winnowing on the Sabbath day. Drittens haben sie ja dann in ihre Hände gepustet, um die Spreu vom Weizen endgültig zu trennen. Sie haben sich des Fegens auf dem Sabbat schuldig gemacht. And fourthly, when they swallowed the wheat, they were guilty of storing the wheat on the Sabbath day. Und viertens, nachdem sie die Körner dann runtergeschluckt haben, haben sie sich des Einlagerns auf dem Sabbat schuldig gemacht. That's how extreme this legalism had become. So extrem ist diese Gesetzlichkeit geworden. So among Pharisaic rabbis there was a teaching that you should not walk on the grass on the Sabbath day. Und unter den pharisäischen Juden oder Rabbinern gab es bereits auch die Regel, dass es dir verboten war, auf dem Sabbat über Gras zu laufen. Now, suppose you asked a Pharisaic rabbi, what's wrong with walking on the grass on the Sabbath day? Vielleicht warst du dann damals versucht und hättest einen pharisäischen Rabbiner gefragt, was ist denn verkehrt, während oder auf dem Sabbat über Rasen oder über Gras zu laufen? His first answer would be nothing. It's perfectly permitted to walk on the grass on the Sabbath day. Und dann hätte dir der pharisäische Rabbiner geantwortet, gar nichts, ist völlig in Ordnung, normalerweise auf dem Sabbat über Gras zu laufen. But here's the problem. Aber da gibt's ein Problem. Here again you see building the fence around the Torah. Und einmal mehr werdet ihr jetzt sehen, wie dieser Zaun um die Tora gebaut wurde. All you see is a grassy field. Was du siehst, ist ja nur Gras. What you might not see is a one wild stalk of wheat growing among the grass. Was du aber vielleicht nicht siehst, ist, dass es in diesem großen Rasen doch so ein Weizenkorn gibt, was dort wächst. As you're walking on the grass, you might step on the wheat and separate the wheat from the stalk. You're guilty of reaping on the Sabbath day. Und es könnte ja passieren, dass du ausgerechnet auf diesen Weizen trittst und den Fuß etwas drehst und dich dabei des Erntens schuldig gemacht hast. And then as your foot comes down, you might twist it just enough to separate the wheat from the chaff. Now you're guilty of threshing the wheat on the Sabbath day. Und während du auf diesen Weizen getreten bist, hat sich dein Schuh vielleicht weit genug gedreht, sodass du sogar die Spreu vom Weizen getrennt hast. Du hast dich des Dreschens auf dem Sabbat schuldig gemacht. They keep on walking. The outer hem of your robe might cause enough of a breeze to blow the chaff away. Now you're guilty of winnowing on the Sabbath day. Und während du dann läufst, erzeugt dein Gewand wahrscheinlich so einen Sturmwind, dass die Spreu sich vom Weizen also weggefegt wird, also hast du dich des Fegens auf dem Sabbat schuldig gemacht. And once you're gone, some bird or some animal might see the exposed piece of wheat, swallow it, and now you're guilty of storing the wheat on the Sabbath day. Während du dann schon von dannen bist, hat vielleicht ein Vogel dieses Weizenkorn entdeckt, fliegt daher und frisst es, und dann hast du dich des Einlagerns auf dem Sabbat schuldig gemacht. That's why we don't walk on the grass on the Sabbath day. Und deswegen laufen wir auf dem Sabbat nicht auf Gras. See? Klar? And that's how extreme this whole system had become. Ja, so extrem ist diese Lehre der Sufrim geworden. Altogether responds in six ways. I won't go through them all, only at one specific one that deals with the Jewish frame of reference.
Der Jesus antwortet in diesem Sabbatkonflikt auf 6 verschiedene Arten und Weisen. Wir werden uns denen allen nicht zuwenden können, aber gerade aus jüdischer Sicht ist eine seiner Antworten sehr bedeutsam und die wollen wir uns anschauen. And that's the statement you see in Mark's version, verse 27. Im Markus-Evangelium im Vers 27 werdet ihr feststellen, we point out they misconstrued the purpose of the Sabbath, dass der Jesus ihnen zeigt, dass sie den Grund für den Sabbat verdreht hatten. They were teaching that Israel was made for the Sabbath. Sie lehrten bereits, dass Israel um des Sabbats willen existiert. But the fact is, God made the Sabbath for Israel to give Israel a day of refreshment and relaxation. Tatsache ist jedoch, dass Gott den Sabbat Israel geschenkt hat, um Israel einen Tag der Erholung zu schenken. And therefore they misconstrued the purpose of the Sabbath to begin with. Und auf diese Art und Weise haben sie zunächst einmal schon überhaupt die Absicht des Sabbats verdreht. Now turn your Bibles to John chapter 5. I don't think it's not in this text. Es ist nicht in unserer Synopse, aber schlag bitte mit mir das Johannesevangelium auf, Johannes Kapitel 5. Here we have another Sabbath controversy. Dort treffen wir auf einen weiteren Streit oder einen Konflikt über den Sabbat. Now verses 1 through 18, he heals a paralytic. In den Versen 1 bis 18 von Johannes 5 heilte Herr Jesus einen Gelähmten. And he tells the former paralytic to roll up his bedroll and carry it outside. Und er befiehlt diesem geheilten Gelähmten, dass er sein Bett zusammenrollt und es mit raustragen soll. And verse 10 points out this was a Sabbath day when he told him to do that. Und im Vers 10 werden wir darüber informiert, dass das auf einem Sabbat geschah, als der Herr Jesus ihm das befahl. And the rabbinic law, you cannot carry anything from a private place to a public place or a public place to a private place on the Sabbath day. Nach rabbinischem Gesetz durftest du aber keinen Gegenstand von einem privaten Ort zu einem öffentlichen Ort oder von einem öffentlichen Ort zu einem privaten Ort tragen. That's not violating any Mosaic law, but this is a violation of Pharisaic law. Mit anderen Worten, auch hier wieder handelt es sich nicht um einen Bruch von mosaischem Gesetz, aber wohl eine Übertretung von diesem rabbinischen Gesetz. He's confronted by the Jewish people on the streets asking, what are you doing carrying a bedroll on the Sabbath day? Und deswegen wird der Geheilte natürlich von seinen Mitjuden auf der Straße angesprochen und gesagt, was machst du da? Warum trägst du auf dem Sabbat dein Bett? And eventually the story gets to them that it was Jesus of Nazareth that did the healing and gave the command to carry the bedroll. Und so kommt dann die Nachricht auch zu ihnen, dass es wohl dieser Jesus von Nazareth war, der diesen Gelähmten geheilt hat und ihm befohlen hatte, sein Bett zu tragen. So he first of all gives his defense in 4 basic points. Zunächst einmal verteidigt der Herr Jesus sich und er tut das mit 4 grundlegenden Argumenten. Because in connection with his command to deal with the bedroll, he also claimed to be equal with God. Denn er hat ja nicht nur dem geheilten Gelähmten befohlen, sein Bett zu tragen, er hat ja obendrein noch gesagt, dass er Gott gleich sei. Read verse 18. Lass uns dazu Vers 18 lesen aus Johannes 5. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. And his defense is not merely based upon the issue of the Sabbath, but also his claim to be God himself. Die Verteidigung dreht sich nicht nur darum, dass er jetzt mit ihnen über den Sabbat streitet, sondern seine Verteidigungslinie folgt dem Argument, dass er selbst Gott sei. So first of all, in verses 19 to 21, he's doing the kind of work only God can do. Und deswegen wird in Vers 19 bis 21 beschrieben, dass der Herr Jesus Dinge tat, die nur Gott selbst tun konnte. Therefore he must also be God. Und deswegen musste er auch Gott sein. In verse 22 and 23, it'll be the Son that will judge all men. Im Vers 22 und 23 wird er als der Sohn beschrieben, der alle Menschen richten wird. In the Hebrew Bible, God is the final judge of all men. In der hebräischen Bibel, in unserem Alten Testament, ist doch Gott der endgültige Richter über alle Menschen. So if he's the final judge of all men, therefore he must be God. Wenn er also der erste und letzte Richter über
alle Menschen behauptet zu sein, dann behauptet er auch gleichzeitig Gott zu sein. His third defense is in verse 24. Seine dritte Verteidigung finden wir im Vers 24. He has the power to provide eternal life. Ihm obliegt es, ewiges Leben zu schenken. But in the Hebrew Bible, only God can provide eternal life. Aber in der hebräischen Bibel ist es allein Gott vorbehalten, ewiges Leben zu schenken. So if he can provide eternal life, he must be God. Wenn er also sagt, er könnte ewiges Leben schenken, dann muss er Gott sein. And fourthly, in verses 25 to 29, he'll be the one to bring about the resurrection of the dead. Und viertens, in Vers 25 bis 29 beschreibt er sich als derjenige, der ewige, der die Auferstehung bringen wird. And in the Hebrew Bible, it's God who will raise the people to be raised from the dead. Therefore, if he will do it, he must also be God. Und in der hebräischen Bibel wird eindeutig Gott diese Macht zugesprochen, die Auferstehung zu wirken. Wenn er das nun von sich behauptet, dann behauptet er von sich selbst, Gott zu sein. But merely making these claims does not make them true. Aber einfach nur diese Behauptungen aufzustellen, führt ja noch nicht dazu, dass diese Behauptungen tatsächlich bewiesen und wahr sind. And in the Mosaic law, truth was established at the word of two or three witnesses. Unter dem mosaischen Gesetz wurde Wahrheit, musste Wahrheit durch zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. So in verses 30 to 47, he goes one step further and provides a fourfold witness to his messianic claims. Deswegen geht der Herr Jesus in den Versen 30 bis 37 noch einen Schritt weiter und zeigt diesen vierfältigen Beweis oder diese vierfältige Zeugnis auf, dass sein Anspruch, der Messias zu sein, tatsächlich wahr ist. The first witness in verse 33 was John the Baptist. Der erste Zeuge, den er hier anruft, ist im Vers 33 Johannes der Täufer. It was John who said, "This is the Lamb of God that takes away the sin of the world." Es war doch Johannes der Täufer, der gesagt hat, siehe, das Lamm Gottes, was die Schuld der Welt trägt. In verse 36 and 37, the second witness is his own works. In den Versen 36 und 37 wird der zweite Zeuge genannt, und das sind seine eigenen Werke. He's doing the kind of work that no one else has been able to do. Er tat doch die Werke, von die kein anderer tun konnte. And his third witness in verse 37 is God the Father. Und sein dritter Zeuge im Vers 37 ist Gott der Vater. And the Father is the one that produced the bad call, the voice from heaven, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Es war doch Gott selbst, der während seiner Taufe diesen Ausspruch tat, dieses bad call, dass siehe, das ist mein geliebter Sohn, an ihn glaubt. And the fourth witness in verse 39 is the very scriptures that they claim to follow. Und der vierte Zeuge, den der Herr Jesus oder der hier benannt wird, sind die Schriften, von denen sie selbst glauben, dass sie an von denen sie selbst sagen, dass sie an sie glauben. He's present among them, fulfilling the prophecies of the first coming, and therefore the scriptures also witness to his messianic claims. Er lebt doch unter ihnen, und er erfüllt all die Prophetien, die ihre eigenen Schriften über den Messias während seinem ersten Kommen aufzeigen, also ist sein Anspruch, der Messias zu sein, wahr. Die Schriften bestätigen ihn. The problem is not that there is an insufficient witness to his messianic claims. Also mit anderen Worten, das Problem liegt nicht darin, dass es unzureichende Zeugen für seinen Anspruch, der Messias zu sein, gibt. The problem lies elsewhere. Das Problem muss woanders liegen. Read verse 46 and 47. Lasst uns dazu die Verse 46 und 47 lesen. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Seems strange to accuse Pharisees of all people not, that they don't believe in Moses. Es ist schon wirklich sehr außergewöhnlich, ausgerechnet unter all den Menschen die Pharisäer anzuklagen, dass sie den mosaischen Schriften nicht glauben. Who believes in Moses more than they do? Wer hat denn mehr an Mose geglaubt wie die Pharisäer? It's as if today you walk to a very orthodox Hasidic Jew and say, "You know, you guys don't believe in Moses." Das ist genauso, als wenn du heute auf einen sehr orthodoxen hasidischen Juden triffst und ihm in seiner Synagoge sagst, weißt du was, du glaubst nicht an Mose. Who believes in Moses more than they do? Wer bitteschön glaubt denn mehr an Mose als jene? But it's a valid accusation. Nichtsdestotrotz ist diese Anklage des Herrn Jesus
eine wahrhaftige Anklage. Because they did not believe in Moses in the way it is written. Warum? Weil sie glaubten Mose nicht, und zwar auf die Art und Weise, wie Mose es ihnen aufgeschrieben hatte. They believed the Moses only as he has been reinterpreted through Pharisaic Judaism. Die Pharisäer glaubten nur an einen Mose, wie er durch das pharisäische Judentum reinterpretiert wurde. So if they follow Pharisaism and interpret the Bible via Pharisaism, they'll fail to see his messianic claims. Weil sie eben die Bibel durch ihre pharisäische Brille interpretiert haben, haben sie es versäumt, seinen messianischen Anspruch tatsächlich aus der Schrift herzuerkennen. But if they truly believed in Moses and just took his writings by themselves, they would not be able to fail to see that this is the messianic person. Wenn sie aber diese pharisäische Brille ablegen würden und die Bibel Mose so lesen würden, wie er uns gegeben wurde, dann wären sie tatsächlich in der Lage gewesen zu erkennen, dass der Messias vor ihnen steht. Okay, let's go to the bottom part of page 10. Lasst uns zur Seite 10 wechseln. Matthew chapters 5, 6 and 7 comprise a unit that is called the Sermon on the Mount. Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 bildet ja eine Einheit, die wir die sogenannte Bergpredigt nennen. And the Sermon on the Mount is as clear exposition as to both his interpretation of the Mosaic Law and his claims to be the Messiah. Die Bergpredigt umfasst beides, es ist klar, seine Interpretation des mosaischen Gesetzes, und die Bergpredigt ist auch klar, sein Anspruch, der Messias zu sein. I won't be expounding the whole sermon, I'll be focusing specifically to certain Jewish backgrounds. Wir haben nicht die Zeit, uns die gesamte Predigt anzuschauen, aber auch hier möchte ich euch wieder helfen, gewisse jüdische Hintergründe zu verstehen. But it's a time of Jewish history when the Jews were looking for that messianic redemption. Es war ja diese Zeit der jüdischen Geschichte, wo die Juden nach dieser messianischen Erlösung suchten, auf sie warteten. And they knew from the prophets of the Hebrew Bible that righteousness would be the means of entering the messianic kingdom. Und sie wussten sehr wohl von den Propheten, dass Gerechtigkeit der Weg sein würde, wie man in dieses messianische Königreich eintreten würde. And by now, Pharisaism had developed, offering the Jews a form of righteousness. Und das Pharisäertum hatte zu diesem Zeitpunkt den Juden tatsächlich eine Form der Gerechtigkeit anzubieten. And there was a wide road, a wide door to righteousness, because of the teaching that all Israel have a share in the age to come. Und es gab eben diesen breiten Weg, den sie lehrten, diesen breiten Weg einer vermeintlichen Gerechtigkeit, weil sie ja die Behauptung aufstellten, ganz Israel, aufgrund der Tatsache, dass sie ethnische Nachkommen sind, haben ein Recht an dem König, an dem zukünftigen Königreich. And now Jesus has a right, but he's proclaiming a very narrow way to the kingdom. Aber jetzt kommt der Herr Jesus und proklamiert einen sehr, sehr schmalen Pfad auf den Weg in dieses Reich. It was so narrow that you had to believe in him to be the messianic king to have the kind of righteousness that will qualify you for the kingdom. Tatsächlich war der Pfad sogar so schmal, dass der Jesus sagte, ihr müsst an meinen Anspruch, dass ich der Messias bin, glauben, um wirklich den Weg ins Reich zu finden. And so the question among the Jewish masses is this. Deswegen stellte sich unter der jüdischen Bevölkerung, unter den Massen, folgende Frage: Will Jesus eventually go along and authenticate Pharisaic righteousness? Wird der Herr Jesus letztendlich fortfahren und diese pharisäische Gerechtigkeit, die Pharisäer lehrten, bestätigen? And if not, then what kind of righteousness is necessary? Und wenn er diese Gerechtigkeit ablehnt, die Pharisäer uns so lange jetzt beigebracht haben, ja, welche Gerechtigkeit ist denn dann notwendig? And the key verse to understand the purpose of the Sermon on the Mount is chapter 5, verse 20. Und der Kernvers, um die sogenannte Bergpredigt verstehen zu können, finden wir in Matthäus 5, Vers 20. Read. In Matthäus 5, Vers 20 steht, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. And so this statement, he rejects Pharisaism on two counts. Mit diesem Satz widerspricht er dem Anspruch der Pharisäer auf zwei Arten und Weisen. First of all, rejects the Pharisaism as having the correct interpretation of the righteousness of the law. Zunächst einmal lehnt der Herr Jesus das Pharisäertum im Blick auf die richtige Auslegung der Gerechtigkeit des mosaischen Gesetzes ab.
And secondly, rejecting Pharisaism as having the proper standard of righteousness for entering the Messianic kingdom. Und zweitens lehnte Herr Jesus auch das Pharisäertum im Blick auf den Maßstab der Gerechtigkeit ab, welcher Zugang zum messianischen Reich gewährt. And throughout the whole sermon, he contrasts their teachings as over against his teachings. Und deswegen stellt der Herr Jesus immer wieder ihre Lehren seiner Lehre gegenüber in der Bergpredigt. So was the Sermon on the Mount as a unit? Was ist also die Bergpredigt als Einheit? It is not intended to be the constitution of the messianic kingdom. Die Bergpredigt als eine Einheit ist nicht die Gesetzesgrundlage für das messianische Reich. Because that required the reinauguration of all 613 commandments of the Mosaic law. Weil das würde ja bedeuten, alle 613 Gebote des mosaischen Gesetzes müssten dann im messianischen Königreich wiederhergestellt werden. And this would not happen since Messiah died. Und das wird nicht geschehen. Warum? Weil der Jesus Christus das Gesetz durch seinen Tod erfüllte. It's not a way of earning salvation. Zweitens ist die Bergpredigt als Einheit auch nicht ein Weg zur Erlösung, zur Errettung. It's a rule of life for those already saved. Vielmehr ist es eine Lebensregel für diejenigen, die schon längst erlöst sind. It's not intended to be Christian ethics or church ethics for this age. Auch sollte die Bergpredigt nicht einfach nur ein Moralkodex für die Gemeinde, für die Christen im jetzigen Zeitalter darstellen. Now I mean that as at the time it is given, he's addressing a Jewish audience. The church is not yet on the scene. Warum sage ich das? Schaut mal, zur Zeit, als der Herr Jesus diese Predigt hält, hält es jedoch einer jüdischen Zuhörerschaft. Da gab es noch gar keine Gemeinde. He does say things in here that later do become church ethics for this age. Natürlich leugnen wir nicht, dass er in der Bergpredigt auch Dinge gesagt hat, die später im Gemeindezeitalter zur Gemeindeethik oder zum Gesetz Christi gehören. We know what does or does not based upon what's repeated later in the Gospels or by the apostles and the epistles. Woher wissen wir, ob diese Teile der Bergpredigt tatsächlich für uns heute verbindlicher Maßstab ist? Das wissen wir, indem wir prüfen, ob diese Gebote durch die späteren Schriften der Apostel oder der Schreiber des Neuen Testaments wiederholt wurden. But as a unit, it's not intended to be church ethics. Aber bitte nochmal, als eine Einheit gesehen, zur damaligen Zeit, sollte die Bergpredigt nicht als Moralkodex für die Gemeinde verstanden werden. But as a unit, it is the Messiah's interpretation of the true righteousness of the law in contradistinction with the Pharisaic interpretation of the true righteousness of the law. Aber was ist dann die Bergpredigt tatsächlich, wenn wir sie als eine Einheit betrachten? Die Bergpredigt ist die Auslegung des Messias über die wahre Gerechtigkeit des Gesetzes im Gegensatz zur pharisäischen Auslegung über die Gerechtigkeit des Gesetzes. Okay, let's skip down to chapter 5, verses 17 through 20. Lass uns Matthäus 5, die Verse 17 bis 20 anschauen. He points out he didn't come for the purpose of destroying the law, he came for the purpose of fulfilling the law. In diesem Abschnitt betonte Herr Jesus, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzubrechen, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. In the context of Pharisaism, he's pointing out that Pharisaism with their many traditions had the effect of destroying the Mosaic law. Und im Kontext zu diesem pharisäischen Judentum macht er ihnen klar, euer pharisäisches Judentum hat im Ergebnis tatsächlich das Gesetz zerstört. But he will fulfill the law as it is written and not through its oral interpretations. Aber er sagt, ich habe den Anspruch, das geschriebene Gesetz, so wie Gott es uns gegeben hat, zu erfüllen, aber nicht euer sogenanntes mündliches Gesetz. And the focus on the written law, not upon the oral law. Und deswegen konzentriert sich der Herr Jesus auf dieses gegebene, geschriebene Gesetz und nicht auf ihr mündliches Gesetz. One key phrase is, no, not one jot or tittle will pass away from the law till he fulfills it all. Und es ist dieser Kernsatz, den der Herr Jesus hier macht, dass nicht ein Jota und nicht ein Strichlein von dem Gesetz vergehen sollte. The word jot is actually referring to the tenth letter of the Hebrew alphabet, the letter Yod. Das Jota bezieht sich tatsächlich auf den 10. Buchstaben des hebräischen Alphabets, das Jod. There are 22 letters in the Hebrew alphabet. Im hebräischen Alphabet finden wir 22 Buchstaben. And most letters are the same size. Und die meisten Buchstaben verfügen über die gleiche Größe. But the tenth letter, the letter Yod, is the smallest letter in the Hebrew alphabet. Das Yod hingegen, der 10. Buchstabe im hebräischen Alphabet, ist der kleinste Buchstabe in diesem Alphabet. It's only about the quarter the size of all the other letters. Dieses Yod ist ungefähr ein Viertel so groß wie die übrigen Buchstaben. And the point he makes here is this. Und was der Herr Jesus damit zum Ausdruck bringen will, ist das Folgende.
He will fulfill the law down to the smallest letter of the Hebrew alphabet. Er ist bereit, dieses mosaische Gesetz bis zum kleinsten Buchstaben des hebräischen Alphabets zu erfüllen. What about the tittle? Was ist dann mit dem Strichlein? That refers to a small part of a single letter. Das Strichlein bezieht sich auf einen kleinen Teil eines Buchstabens. There are certain letters that look very much alike, except for one small element sticking out. Es gibt viele Buchstaben, die sehen sich sehr ähnlich, außer einem kleinen Haken zum Beispiel, der da hervorsticht. That's the letter bet for the sound of B. Schaut, das ist der Buchstabe bet, um diesen Ausdruck B zu repräsentieren. And here's the letter kaf. For the K sound. Und hier in der Mitte seht ihr das Kaf für den K-Laut. The only difference between those two letters is this little thing sticking out there. Und schaut euch den Unterschied zwischen diesen beiden Buchstaben an. Es ist dieses kleine Häkchen oder wie eine Serife, die rechts rausschaut. That's the title. Das ist eine Serife oder ein Strichlein. There's Dalet, the letter for the letter D. Es gibt für das D den Buchstaben Dalet. Resh for letter R. Und Resh für den Buchstaben R. The only difference between those two letters is the small thing sticking out there. Auch hier sehen wir als Unterschied nur dieses kleine Strichlein, diese Serife. Not only will he fulfill the law to the small letter of the Hebrew alphabet, he'll even fulfill the law to the smallest segment of a single letter. Der Jesus sagt mit anderen Worten, ich bin nicht nur gekommen, um das Gesetz bis zum kleinsten Buchstaben, bis zu diesem Jod zu erfüllen. Nein, ich bin sogar gekommen, um das geschriebene, mosaische, göttliche Gesetz bis zur kleinsten Serife zu erfüllen. And again, the focus is on what is written, not what is passed down orally. Aber nochmals, der Jesus betont dabei, sein Augenmerk gilt ausschließlich dem Geschriebenen und nicht ihrem sogenannten mündlichen Gesetz. Notice how certain passages begin. Bitte achtet auch darauf, nach welchem Rhythmus oder Modus gewisse Abschnitte immer wieder beginnen. Verse 21, you've heard that it was said. Vers 21, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Verse 27, you've heard that it was said. Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist. 31, it was said also. Vers 31, es ist aber gesagt. 33, again you've heard that it was said. Vers 33, wiederum habt ihr gehört, dass gesagt ist. 38, you've heard that it was said. Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Verse 43, you've heard that it was said. Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist. What he does in this whole section, he pulls out a Mosaic commandment from the written law. Was der Jesus tut, ist, er nimmt eins dieser mosaischen Gesetze, des geschriebenen Gesetzes. It makes a distinction between the Pharisaic interpretation of the righteousness of the commandment as against his interpretation of the righteousness of this commandment. Und er nimmt eines dieser geschriebenen Gebote und zeigt den Kontrast auf zwischen seiner Interpretation der Gerechtigkeit, die aus diesem Gebot kommt, und der pharisäischen Interpretation der Gerechtigkeit, die aus diesem Gebot kommt. So does God only require external conformity or both external and internal conformity? Er will ihn damit zum Beispiel beibringen, Gott erwartet nicht nur äußere Konformität, sondern Gott erwartet, wenn es ums mosaische Gesetz geht, äußere wie innere Konformität. So in Vers 21, the Mosaic law said you must not be guilty of premeditated murder. Deswegen heißt es hier im Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, also im Sinne von vorsätzlich töten. In the Pharisaic interpretation, you did not violate the righteousness of this command to commit the act of murder. In der Vorstellung des pharisäischen Judentums bist du dieses Gesetzes nicht schuldig geworden, bis du tatsächlich diesen physischen Akt des Mordes ausgeführt hattest. And Jesus says that's the wrong interpretation. Und der Jesus sagt zu ihnen, das ist eine falsche Interpretation. Now you did not violate the letter of the commandment to commit the act of murder. Du bist nicht des Gesetzes schuldig geworden, erst dann, wenn du nur den Buchstaben des Gesetzes brichst. You cannot be punished by the law until you commit the act of murder. Nach dem Gesetz, ja, konntest du erst bestraft werden, wenn du tatsächlich gemordet hattest. We're dealing with the righteousness of this commandment. Aber wir reden jetzt hier nicht von Strafe, wir reden davon, von der Gerechtigkeit, die aus diesem Gesetz kommt. And the righteousness is broken before the act itself is committed. Und die Gerechtigkeit ist schon verloren gegangen, bevor überhaupt die Tat begangen ist. So he says, as soon as you begin to have animosity inside of you towards another person, you've already violated the righteousness of the command. Der Herr Jesus bringt ihn also nahe oder bringt ihn bei,
Wenn du schon anfängst, einen Menschen in deinem Herzen zu hassen, zu verachten, was ja zum Mord führen kann, dann bist du schon oder hast du schon die Gerechtigkeit verloren, die eigentlich aus dem Gesetz kommen sollte. So verse 22, if you call your brother Raka. Deswegen Vers 22, wenn du deinen Bruder Raka nennst. Raka is a term that means you empty head. Raka ist ein Ausdruck wie du Hohlkopf. And if soon as you resort to name-calling, not in play like friends do, but in out of animosity, the righteousness of this command has been broken. Also wenn du anfängst und deinen Nächsten Hohlkopf nennst, also nicht so freundlich, wie wir das normalerweise machen, sondern wirklich böswillig, dann hast du schon die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, verloren. Is the violation of the righteousness of the command that could lead to the act of murder? Es ist die, weil du die Gerechtigkeit brichst, die eigentlich aus diesem Gesetz kommst, das ist der Weg, wie du nachher tatsächlich sogar äußerlich das Gesetz brichst durch den tatsächlichen vorsätzlichen Mord. Aber ganz egal, ob es nachher zu einem vorsätzlichen Mord kommt, die Gerechtigkeit hast du schon längst verloren. And so throughout the sermon the same principle. Und während der ganzen Predigt folgt der Jesus immer wieder diesem gleichen Prinzip. They say this, I say that. Jene, ihr sagt so, ich aber sage so. Let's skip over to chapter 7. Und bitte überspringen wir jetzt das Kapitel 6 und kommen direkt zum Kapitel 7. In the verses 24 through 27, he concludes the sermon giving the Jewish population a choice. Und am Ende, in den Versen 24 bis 27, beendet der Herr Jesus seine sogenannte Bergpredigt und stellt das jüdische Volk vor eine Wahl. They continue building on the Pharisaic interpretation of the Torah, they'll be building upon a foundation of sand. Ihr habt die Wahl. Ihr könnt weiter auf der pharisäischen Interpretation der Gerechtigkeit des Gesetzes bauen und das bedeutet auf Sand zu bauen. Or they can build on his interpretation, they'll be built upon a foundation of rock. Oder ihr könnt auf der Jesus sagt, auf meine Interpretation vertrauen und das bedeutet für euch, ihr baut auf Felsen. Was built on sand will collapse, was built on the rock will survive. Was auf dem Sand gebaut ist, wird zusammenbrechen, was aber auf dem Felsen steht, wird Bestand haben. Now read verses 28 and 29. Lasst uns aus Matthäus 7 die Verse 28 und 29 lesen. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. What the people notice is that as he's dealing with this, he's interpreting the law as he had the right to do so. Den Menschen fällt sehr wohl auf, dass der Herr Jesus über das Gesetz redet und es interpretiert wie einer, der Vollmacht hat, das auch zu tun. His style of teaching is totally different than that of the scribes and Pharisees. Aber seine Lehre über das Gesetz ist völlig anders wie das, was uns die Pharisäer die ganze Zeit erzählen. Because they always taught on the basis of previous rabbinic authority. Warum? Weil die Rabbiner, die mussten immer sagen, dass ein anderer Rabbiner vor ihnen das Folgende gesagt hat. So if you read rabbinic writings, you see the same formula repeated and repeated. Wenn du rabbinische Schriften liest, dann fällt dir eine Formel auf, die wieder und wieder bemüht wird. Rabbi so and so said, name a rabbi such and such this. Rabbi so und so sagte das und jenes. And they always taught on the basis of previous rabbinic authorization. Das heißt, ihre Autorität stammte immer von vorhergehenden Schriften der Rabbiner. But Jesus quotes no scribe, no Pharisee. He simply teaches one has full authority to interpret it. Aber der Herr Jesus zitiert überhaupt gar keinen Schriftgelehrten. Er zitiert keinen anderen Rabbiner. Er redet wie einer mit voller Autorität direkt über das Wort Gottes. And it is his interpretation that will lead to their rejection of his messianic claims. Und es ist eben seine Interpretation, die sie letztendlich dazu führten, dass sie seinen messianischen Anspruch ablehnen. So again, as a unit, it is Messiah's interpretation of the true righteousness of the law in contradistinction with the Pharisaic interpretation. Also nochmal, was ist die Bergpredigt als eine Einheit? Es ist die Interpretation des Herrn Jesus der Gerechtigkeit des mosaischen Gesetzes im Kontrast zu der Interpretation der Rabbis, der Rabbiner über die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. As a unit, it is also one more thing. Aber als eine Einheit können wir sagen, ist die Bergpredigt noch eine weitere. It is public rejection of the authority of the Mishnah and the authority of Pharisaism. Es ist gleichzeitig die öffentliche Ablehnung des Herrn Jesus der Autorität der Mishnah und der Autorität der Pharisäer.
And as we'll see in the next hour, that will lead to their rejection of his claims. Und wir werden in der nächsten Stunde sehen, dass das dazu geführt hat, dass die Pharisäer wiederum seinen Anspruch, der Messias zu sein, ablehnten. Break time.